Glück auf und hallo. Ja, ich würde sagen, wir starten mal auf der rechten Seite. Ihr habt ja gesehen, wir haben hier nochmal Beschuss bekommen. Was ihr nicht gesehen habt, wir haben hier einen leichten Verletzten. Damit können wir auch noch leben. Also seine Artillerie, seine Mörser hier drüben sind nicht ganz so effektiv wie an anderer Stelle. Kommen wir gleich zu. Wir haben hier bald unsere Position erreicht, sind relativ weit vorgekommen, können dann hier vorne den Feind auffangen und ihm im Rückraum dann weiter vernichten. Wir werden auch hier, wenn die sich ausgeruht haben, quasi eine zweite Reihe aufbauen. Hier geht es ja in erster Linie ums Halten. Hier drüben, unser HQ-Trupp bewegt sich vor, dass er hier so offen, naja. Und ich hätte sie halt lieber eigentlich hier. Das geht aber nicht, weil da kein Action-Spot sitzt. Der nächste wäre hier. Wir können das auch mal. Wir können das hier versuchen. Da sind wir ein bisschen tiefer drin. Können sie angeblich nicht hingucken. Aber wir sehen ja, dass sie zumindest wissen, dass da was ist. Und wir hätten da jetzt schon grob Sicht hin. Das heißt, wir könnten versuchen, könnten da versuchen, den Gegner quasi aufzufangen. Hier drüben sind wir gut vorgekommen. Alle drei Halbketten sind hoch. Wir haben auch nur eine Gruppe, die hier zurückhängt. Die kommt jetzt gleich mit vor. Und das MG ist in Position. Das läuft. Hier werden wir jetzt wieder den zweiten Zug leider weiter auseinanderreißen müssen. Denn ich will mit der Gruppe hier umgehen. Ich möchte ihm hier nicht zu viel Zeit lassen. Sollten wir hier feststellen, dass wir hier Beschuss reinkriegen zu stark, werden wir die zurückziehen, warten auf die Mörser, aber ansonsten brechen wir den Mörserauftrag ab. Wir sind hier mit 8 Mann vorne und wir können hier in der Umgebung alles ziemlich gut durch unsere Halbketten aktuell unterdrücken. Und wir müssen quasi aus dem Bereich hier hinten raus, von dem ich ausgehe, dass er hier Artillerie auf den gesamten Bereich ziehen wird. Das heißt, wir müssen voran. So leid es mir auch tut. Hier kommen wir nach, das heißt, unsere Kräfte kommen, sind dann natürlich erschöpft, wenn sie vorne sind, aber der erste Zug ist dabei vorzukommen. Geh dann auch gleich hier hin. So kleine Anpassungen muss man dann doch immer wieder machen. Die gehören zum zweiten Zug, zum ersten Squad. Drittes. Das ist im ersten. Moment, wo ist euer Squad? Ah, das ist hier. Okay, dann lasst euch da auch gleich mal wieder zusammenstellen. Und dann haben wir das. Hier ist drittes Squad B-Trupp und die gehören darüber. Die werden da jetzt natürlich noch nicht hingehen, weil da kommt gerade Artillerie runter. Ja, und dann sehen wir hier die Gruppe vom Hartmann. Die hat es ziemlich zerrissen. Oder Hartmann ist jetzt der Führer. Das hier der Assistant. Der Leader ist gefallen. 5 Ausfälle. 2 Leichtverwundete. Ein Mann noch okay. Wenn die Waffen aufnehmen, dann haben wir hier quasi einen MG-Trupp. Sollten die Mörser die jetzt ganz erledigen, dann ist das halt so. Hier sonst keine weiteren Verletzte. Also es war klar, dass auch wir bluten würden durch Artillerie. Ich hoffe nur, dass sie ihm hier auch dolle wehgetan haben. Eine Halbkette hat es erwischt, ein 251er durch Artillerie. Ziemlich guter Treffer, muss man ihm einfach lassen. Schöner Treffer, gut reingesetzt. Ansonsten sind wir hier noch gut. Wir werden jetzt mit den Half-Tracks, werden wir hier den Hang quasi eindecken. In der Hoffnung, dass wir alles, was hier ist, irgendwie unterdrücken und unsere Gruppe sich hier vorbewegen kann. Wir werden hier vorne reinschmettern dort und auch hier den Hügel unter Beschuss nehmen. Sehr natürlich schön, wenn wir mit ihm hier eine Sichtlinie hin hätten. Aber ihr seht, bis auf so einen Bereich dahinter sieht es da schlecht aus. Aber wir wissen auch, dass er mit LKWs langfährt. Also er wird hier wohl neue Kräfte ranführen. Aber ich sehe uns nicht in der Lage, da Sicht zu gewinnen
um das zu behindern, denn da müssten wir quasi in diese Richtung hier fahren. Und meine Befürchtung ist, dass er uns dort dann sieht und ausschaltet. Ja, wir werden das hier mal kurz anpassen müssen, weil 30 Sekunden. Ich hätte ganz gern, dass er 2 Schuss abfeuert. Und dann so ein bisschen in die Position hier zurückfährt, wo er durch die Bäume in einen noch halbwegs geschützt ist. Von hier aus kann er so ein bisschen in die Richtung wirken. Ja. So richtig schön ist es nicht, ihr seht's. Aber er kann immerhin so seitlich den Hang. Gut. So im Großen und Ganzen der Plan. Ihr seht, es dauert jetzt alles ein bisschen länger. Unseren Panzer hier haben wir zurückgezogen. Der wird dann hier die Straße nehmen und dort erst einmal warten. Hier vorne nebeln wir uns ein, ansonsten kommen wir hier voran. Die haben hier die Jungs unter Beschuss genommen. Möchte jetzt aber ganz gerne, dass sie uns da ein bisschen tarnen. Möchte dann mit dem hier vorpreschen, weil hier kommen ja Artilleriegranaten rein und mit dem zurück. Den Stummel hier zu verlieren wäre schade, aber er jagt uns wirklich gut mit seinen Mörsern. Also das müssen wir ihm lassen. Er ist da sehr gut unterwegs und er nutzt seine Mörser wirklich sehr gut. Er scheint auch sehr, sehr viele Mörser zu haben. Die sind hier überall im Einsatz. Aber klar, er hat pro Gruppe einen Mörser. Also er hat Dutzende 60mm Mörser. Er wird wahrscheinlich auf Bataillons- und Kompanieebene noch welche dabei haben. Also es ist uns, was Mörser angeht, deutlich überlegen. Aber gut, so ist es halt. Ja. Wir werden hier dann Artillerie aufbringen. Außerdem hier. 4 Minuten ist halt nicht so schnell wie der Forward Observer, aber gerade weil hier jetzt die LKWs nachkommen, möchte ich auf gar keinen Fall hier das Feuer einstellen. Das heißt, wir möchten hier auf jeden Fall weiter nerven. Ja. Und hier drüben ist es ja aktuell stabil. Wir sehen auch hier, er führt neue Kräfte nach. Also er wird hier wohl noch eine Menge stehen gehabt haben. Das heißt, er wird hier noch mindestens eine auf Kompaniestärke aufdoppen. Und damit ist er uns dann natürlich hier im Großen und Ganzen überlegen. Es sei denn, wir schaffen es, erstmal auf diese Höhe hier zu kommen. Wenn wir hier erstmal drin sitzen, dann wird es für ihn schwerer, uns zu attackieren. Weil er müsste uns von dieser Höhe angreifen. Der müsste uns von dort drüben. Also wenn wir es schaffen, hierhin vorzukommen, sieht's besser aus? Hoppala. Okay, ich muss mal ganz kurz. Mein Musikprogramm, was noch im Hintergrund geöffnet war, benutzt dieselben Kürzel wie Combat Mission für manche Dinge. Deswegen hat er mich gerade quasi geswitcht, das Fenster. Habt ihr nicht gesehen, aber ich war plötzlich vor einem anderen Bild. Wenn wir es hier schaffen, reinzukommen, dann haben wir schon mal ein bisschen was erreicht. Dann ist nämlich Gleichstand. Nicht ganz, er wird vorne liegen, punktetechnisch, aber es ist dann erstmal Gleichstand. Dann wird es für ihn nämlich genauso ein Punkt für ihn, uns hier rauszuwerfen, wie für uns. Wenn wir es nicht schaffen, hier reinzukommen und uns hier zu konsolidieren, dann haben wir richtig schlechte Karten. Ja. Weil er hat uns auf jeden Fall punktetechnisch dolle Aua getan. Und er sitzt auch einfach überall drin. Wie gesagt, wir können ihn hier versuchen rauszuwerfen und hier vorzugehen, aber wir werden hier nicht so leicht reinkommen. Und hier nicht. Ja. Können ihn beim Angriff hier auffangen. Und es geht eigentlich. Eigentlich ist es eine King of the Hill Map. Ja. Aber gut. Ich würde sagen, wir schicken diesen Zug ab. Wir sehen uns dann quasi im nächsten Turn.
gucken mal, was dann alles schiefgegangen ist. Schlecht wäre natürlich, wenn wir hier eine Flak-Halbkette verlieren würden. Aber auch das wäre nicht der Weltuntergang. Aber wir sehen dann mal. Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis denn dann. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ciao, ciao.